Herzlich willkommen. In diesem Video zeige ich dir, wie du Zahlenmauern lösen kannst. Das ist unsere Mauer. Hier kommen die Zahlen. Wichtig bei Zahlenmauern ist, dass die Zahlen nach oben immer höher werden. Wir rechnen Plus. Das Ergebnis kommt nach oben in die Mitte. 20 plus 40 ist gleich 60. Mathe Monster. Du willst es auch mal probieren? Das ist deine Mauer. Weißt du schon das Ergebnis? Oh, jetzt ist dir ein Fehler passiert. Ja, du hast das Ergebnis oben in die Mitte geschrieben, das stimmt. Aber du hast Minus statt Plus gerechnet. Die Aufgabe lautet, 70 plus 20 ist gleich 90. Jetzt stimmt's. Eine neue Mauer, jetzt ein bisschen größer. Wir machen alles Schritt für Schritt. 30 und 25. Vergiss nicht, wir rechnen Plus. Wo würdest du das Ergebnis hinschreiben? Zeig mal mit dem Finger drauf. Ganz genau. 30 plus 25 ist 55. Der nächste Schritt. 25 plus 50 ist gleich 75. Nur noch oben der Stein fehlt. 55 plus 75 ist gleich 130. Manche Zahlenmauern sehen ein bisschen komplizierter aus. Hier steht das Ergebnis schon oben, aber unten fehlt noch eine Zahl. Wie viel plus 40 ist gleich 100? Was fehlt der 40 bis zu 100? Oder 100 minus 40 ist gleich, ich kann die Aufgabe auch umdrehen, 60. 60 plus 40 ist gleich 100. Plus wie viel ist gleich wie viel? Hier kann ich nicht weitermachen. Ich muss einen anderen Stein zuerst lösen. 100 plus wie viel ist 200? Oder 200 minus 100 ist gleich 100. Nochmal zur Kontrolle. 100 plus 100 ist 200. Der letzte Stein. 40 plus wie viel ist 100? 60 ist das Ergebnis. Ich wünsche dir viel Erfolg.